Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mega-Folge von diesem Minecraft-Let's Play. Falls ihr euch übrigens fragt, warum ich immer Mega sage, das ist so ein Meme und ja, so ein Insider-Meme-Ding. Don't question it. ja, anyways, wir machen weiter da, wo wir gerade aufgehört haben, in der letzten Folge, die ich kurz vor dieser aufgenommen habe. Es ist übrigens für mich in der Zwischenzeit nicht sehr viel passiert, außer dass ich gerade einmal geguckt habe. Platz hier auf einer Festplatte habe und festgestellt habe, dass meine gesamte 1 TB Festplatte noch ganze 20 GB frei hat. weil ich ein absoluter Datenmessi bin. Okay, ich bin kein Datenmessi, aber ich habe meine Platte irgendwie immer komplett voll. Aber ja, 20 GB sollten noch ausreichen, um ein oder zwei Videos aufzunehmen. Oder mehr. Theoretisch sind rechts, glaube ich, für 4 Videos. 3,5 oder so. Auf jeden Fall kann ich die Folge noch aufnehmen, das ist das Wichtigste, dass das zählt. Deswegen habe ich gerade nachgeguckt und es geht und ja. Wie auch immer. So, ich werde jetzt diese Etage hier noch zu Ende bauen, oder zumindest die Fassade auf der einen Seite. Danach werde ich gleich mal rausgehen und gucken, wie das von außen aussieht. Oh, okay. Also, ich will nicht wissen, wie es von außen aussieht, um genau zu sein, will ich wissen, wie hoch wir schon sind in dem Berg. Damit ich so abschätzen kann, wie viele Etagen wir hier noch draufsetzen müssen. Ich habe eben auch im Ehrlichen gesagt noch absolut keine Ahnung, was wir da mit dem ganzen Platz hier machen werden. Weil, ich meine. Ich könnte es halt hier Truhen reinstellen oder so. Aber so, ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich so viel Lagerplatz. Ich wüsste nicht, wie ich die ganzen Truhen, die ich hier reinpassen würde, jemals alle füllen soll. Aber gut, ja, wird es dann zeigen, I guess. Ich nehme erstmal den Spaß hier weiter aus. Und da liegen noch Steine von letzter Folge, die muss ich gleich noch aufsammeln. Sonst despawnen die. Pack mal ein paar Cobblestone-Stacks weg. Sieht mir allerdings tatsächlich danach aus, als bräuchten wir bald vielleicht auf jeden Fall doch ein bisschen mehr Platz, weil ich glaube, die Truhe, die wir haben, ich glaube, das ist die einzige Truhe, dürfte es sein, die ist schon so ziemlich voll. Ah ja, und auch noch eine Sache, ob ich das schon mal erwähnt habe, weiß ich gar nicht in dem Video. Also, ich sollte mir das am besten mal aufschreiben, sonst erwähne ich das A immer wieder und B vergesse es am Ende. Immer wieder und dann fällt es mir wieder als neue Idee ein und ja, whatever. Ja, was ich auf jeden Fall in diesem Let's Play noch bauen will, ist, wie gesagt, eine Mob-Farm irgendwann und eventuell so einen automatischen Sortierapparat, der quasi Items automatisch in Kisten packt und einsortiert, dass man sie nur noch reinwerfen muss und gut ist, weil das halt praktisch ist. Ich denke mal, das sind so ein paar Sachen, die man sich so als ganz nice Ziel setzen kann. Oder die nice to have sind, dass man die mal bauen könnte irgendwann mal. Weswegen ich sie mir halt als Ziel setze. So. Ich weiß nicht, ob ich die Decke jetzt schon zumachen sollte. Oh, es sieht mir doch noch ein ganzes Stück aus von Berg, die wir da hoch müssen. Ich frage mich, ob ich am Ende überhaupt noch Eisen überhaupt, wenn ich jetzt nicht zwischendrin nochmal irgendwie in den Minenschacht gehe oder so. Ich hoffe es einfach mal. Hier müssten wir mittendrin das Fenster unterbrechen. Das wäre vielleicht ein bisschen doof, wenn wir wieder Fenster einbauen. Ich glaube, ich baue hier. Doch, ich glaube, ich mache mal. Doch, doch, doch. Ich glaube, wir bauen da Fenster ein. Wir bauen auch da in die Ecke so ein Eckfenster ein. Sieht von innen vielleicht ein bisschen komisch aus, aber man kann dann so, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das gefällt mir trotzdem, auch wenn es ein bisschen eigenartig aussieht eventuell. Nicht unbedingt ultrasymmetrisch ist, aber egal. Das macht nichts. Man kann sicher, wie es von außen hier aussieht. Ich glaube, wir sollten das ja auch durch Cobblestone austauschen. Maybe. Wenn ich gleich gucken gehe, werde ich eh sehen, wie das aussieht. Okay, das hier muss ich wirklich nicht austauschen. Das versinkt einfach im Boden. Das ist von außen nicht sichtbar, aber egal. So. Machen schon mal hier die Fenster rein. Oder den Platz für, dass wir hier später Fenster zum Rausgucken haben. Ah, sehr gut, ich kann die ganze Reihe Fenster platzieren. Ja, das ist natürlich perfekt. Alles klar, so. Dann würde ich sagen. Boah, ich bin ganz so verwirrt. Das ist die Außenwand. Das hier müsste. Ja, genau. Das heißt, hier kommt Wand hin. Ja, das wird alles anders perfekt aussehen, glaube ich gleich, aber egal. Bauen erstmal alles zu. Was mache ich gerade? So.
Ich bin schon, wie ich direkt wieder die Steine abbaue, weil ich einfach doof bin, aber egal. Hat in meinem Kopf gerade mehr Sinn gemacht, als ich Steine platziert habe, aber whatever. Oh, komm ich hier? Ja. Ja, das sieht gut aus. Da können wir auch noch ein paar Fenster reinmachen. Da auch. Ich habe den nächsten Block, da kann ich kein Fenster mehr reinplatzieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Man kann übrigens von einer Position noch 6 Blöcke weit abbauen. Das habe ich letzte Folge gar nicht erwähnt. Aber ja, das, falls ihr es nicht wusstet, ja. Man kann 6, nein, 5 Blöcke weit abbauen von seiner aktuellen Position aus. Wenn also irgendwas weiter als 5 Blöcke entfernt ist, kann man es nicht abbauen. So, das sollte in Glasscheiben reichen. Ja, doch, ich glaube schon. Für die Fensterfront hier an der Seite. So, jetzt kann ich endlich das machen, was ich schon seit, keine Ahnung, 4 Minuten machen wollte. Aber ich wollte erst da oben die Scheiben auch schon mal einsetzen. Jetzt kann ich nämlich gucken, wie das von der Seite aus aussieht, wie hoch wir da jetzt sind. Anscheinend lag da irgendwie ein Stein oder so auf dem Boden, okay. Das sieht irgendwie ein bisschen weniger spektakulär aus, als ich es mir vorgestellt habe, muss ich sagen. Gucken wir uns das mal von der anderen Seite an, vielleicht, I don't know. Ich meine, es sieht nicht schlecht aus, es sieht nur ein bisschen strange aus. Finde ich jetzt so spontan. Glaube, von der anderen Seite sieht es generell aber vielleicht auch einfach besser aus, weil da, glaube ich, mehr Berg ist. Auf der Seite ist nämlich fast nichts von dem Berg. Außer das bisschen da und außerdem habe ich hier die Fenster teilweise den Berg eingerissen, deswegen es auch ein bisschen strange aussieht. Dafür kann man halt von innen mehr sehen. So, mal sehen. Hä? Oh, hier ist auch noch Wasser. Das sieht schon besser aus. So von der Seite aus betrachtet, finde ich. Ja, doch, das sieht schon mal besser aus. Wenn ich jetzt hier zur Farm rüber gehe, auf der ganz anderen Seite wird es am besten aussehen, denke ich mal. Ja, doch, ich bin zufrieden damit, wie das aussieht. Was hat das gerade für einen Sound? WTF, das klang wie EMG vorher, eben so. Tok, 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 tok. What in the hell? Okay. Fragezeichen. Ich vermute, dass es irgendeiner von diesen komischen neuen Unterwasser-Soundeffekten ist. I don't know. Ich meine, Minecraft hat ja schon mal geneigt, strange Soundeffekten, von daher. Nicht eine Stimme. Ja, doch, das sieht so aus. Müsste ich noch ein gutes Stück nach oben bauen. Hier komme ich nicht hoch. Ah, hier bin ich bei den komischen Sonnenblumen, alles klar. Gehen wir mal hier rum. So, wo sind wir denn da gerade? Da und wir müssen nach da. Das sind wie viele Stockwerke? 1, 2, 3. Das sind ungefähr 3 Stockwerke. Hoch ist denn die Spitze bitte? Das sieht zu hoch aus. Wir sind da. Ja, ich glaube, wir bauen bis da so. Ich weiß nicht. Das sind wahrscheinlich nochmal so 3 oder 4 Stockwerke. Allerdings dürfen die letzten paar Stockwerke wahrscheinlich sogar hauptsächlich Aufbaustockwerke sein, weil ich glaube, da gibt es nicht mehr so viel abzubauen. Weil ich glaube, der Berg endet hier mehr oder weniger. Ja, also hier ist vorbei. Wir sind gut im Berg drin. Oh, ich weiß nicht, das wird kompliziert. Das wird eine komplizierte Entscheidung. Ich weiß noch nicht so genau. Wir werden sehen. Es wird sich zeigen. Machen wir erstmal das Stockwerk hier fertig. Wollte nur schon mal gucken. Kann ich die aufheben? Das war ein Cobblestone, oder? Ja. Da habe ich gar nicht aufgepasst und mir von Cobblestone abgebaut. Mist. Okay, der Dirt wird einfach despawnen, I guess. So. Ich noch Fackeln? Ich habe noch Fackeln, sehr gut. Nein, falsch, bin doof. Einmal. Und. Da. So.
Ich glaube tatsächlich, wir werden das Fenster noch bis da machen. Ja, so machen wir das Fenster hier. Alles klar. Vielleicht sollten wir schon mal schlafen gehen, bevor wir da irgendwelche Viecher spawnen. Wahrscheinlich sind schon wieder Viecher gespawnt. Nein, sehr gut. Und dann stellen wir das Stockwerk da fertig und dann ist das Stockwerk fertig. Unfassbare Sachen. Außerdem habe ich die Fackeln hier vorhin umplatziert. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Warte mal, habe ich die Fackeln? Fackeln hier auch so? Ja, habe ich, okay. Aber die Fackeln irgendwie immer so neben die Leitern. I don't know. Ich mache das irgendwie immer instinktiv so, deswegen. So, ich habe mir das nicht abgeguckt, ich mache es halt einfach legit immer so und deswegen war es irgendwie automatisch richtig, dass ich die so hin platziert habe. I don't know. So. Ja, das sieht schon hart unsymmetrisch aus, aber ich meine, es ist halt ein natürlich generierter Berg, der ist nicht symmetrisch. Logischerweise. Meine, das gibt dem Ganzen vielleicht sogar irgendwo so den Charme, den Char Wie spricht denn das Wort aus? Charme oder Charme? Charme. Wow, alles klar. Ja. Wieder einer dieser Momente, wo man so. Egal. So ein Aussetzer im Kopf. Der Moment, wenn du irgendwie so ein Wort zwei oder dreimal hörst, denkst du, das Wort klingt komisch, aber das geht mit jedem Wort. So, egal welches Wort. Einfach so ein Aussetzer halt. Aber ich glaube, es ist ohne. Ja. I forgot how to human. Anyways. Reden wir nicht länger über dieses Thema. So, bauen wir weiter ab hier. Glaube, hier hinter ist noch weitere Wand, deswegen muss ich jetzt hier nicht die Ecke abbauen. Sieht gut aus. Man sieht es halt nicht von außen. Gib mir die Leiter, danke. Kannst das wieder hin platzieren, so. Upsi. Oh. Cobblestone Man im Stack. So, und jetzt haben wir das Stockwerk auch fast fertig. Viel fehlt nicht mehr, oder? Oh, doch, die ganze Decke fehlt noch. Nevermind. Wie dachte ich, ich hätte die Decke schon fertig. Ich weiß gar nicht warum. Strange. Okay. So, jetzt bauen wir uns hier hoch. Für die Decke. Das kann ich von innen gleich machen. Kommt man hier eigentlich irgendwie hoch, irgendwie rum, den Berg, oder? Ja, doch. Okay. Okay, Moment. Wow, okay. Okay, wie kann man so hart fehlen? Na also. Man da hoch, okay. So. Warum ist das hier so ein Abgrund? Kann man so schlecht runter? Ja, hier muss noch eine Reihe drauf. Deswegen wollte ich hier rüber. Sonst haben wir hier wieder so eine komische Kante am Rand. Oh, ich weiß nicht, ob hier noch eine Reihe drauf muss. Ja, doch muss. Okay. Und jetzt, zack, nehmen wir Fallschaden, aber egal. Jetzt können wir nämlich die Decke zu Ende bauen, wenn wir nicht komplett fällen. So. Mal alles einreißen hier. So, und ich würde sagen, wir bauen jetzt noch die Decke zu Ende. Bevor wir diese Folge beenden, denn wir haben schon wieder 15 Minuten voll. Aber man kann auf YouTube jetzt ja, glaube ich,
Ich glaube, jeder kann jetzt über Länge hochladen. Ich bin gerade wieder so am Überlegen, warum man damals nur 9. Ich glaube, ursprünglich waren es nur 9, 8 oder 9 Minuten lange Videos oder so, die man hochladen, oder 10 Minuten oder so, die man hochladen durfte. Dann wurde es irgendwie auf 15 Minuten geändert und Überlänge über 15 Minuten war so ein krasses Privileg, so, oh mein Gott, nur die besten Creator dürfen Überlänge hochladen und dann mittlerweile gibt es irgendwie gar keine Beschränkung mehr. I don't know. YouTube ist eine sehr komische Plattform. Kann ich an dieser Stelle nur mal wieder nur sagen. Irgendwie die Regeln und was auch immer, was auf YouTube irgendwie, was man machen muss, damit das Video quasi trending ist und whatever. Das ändert sich gefühlt alle paar Tage, keine Ahnung. Genau wie die Oberfläche von YouTube, was eine der Sachen ist, die ich am meisten hasse an YouTube. Irgendwie, du gewöhnst dir daran so, oh ja, diese neue Oberfläche ist praktisch. Oder in den meisten Fällen, oh ja, diese neue Oberfläche ist nicht gut und komplett schlecht und kann gar nichts. Und YouTube so 3 Tage später, oh, wir haben gehört, den Nutzern gefällt oder gefällt nicht unsere neue Oberfläche. Egal, uns interessiert die Meinung der Nutzer nicht, denn wir haben schon wieder eine neue Oberfläche, die komplett kacke ist. Und ja, bin kein großer Fan davon. Aber das Schöne ist, wenn man Apps entwickelt und so. Also, oder zum Beispiel irgendwie, was weiß ich, wenn man Werbung schaltet auf Webseiten oder whatever, also wenn man andere Google-Produkte nutzt generell. Es ist nicht nur bei YouTube so, es ist bei allem von Google so, bei jedem einzelnen Google-Produkt. Die Oberflächen und die Menüs und alles ändert sich gefühlt täglich. So, gefühlt, wenn du dich in jedes Google-Produkt jeden Tag immer einloggen würdest, vom Gefühl her, da alle 2 bis 3 Tage ändert sich bei irgendeinem von diesen ganzen Google-Dingern, so bei zum Beispiel diese Entwicklerkonsole für Android-Apps oder so, oder halt YouTube oder whatever, gefühlt gibt es immer spätestens alle 2 bis 3 Tage mindestens eine Plattform, die sich komplett geändert hat oder mindestens leicht geändert hat. Und du darfst dir von vorne suchen, wo alles ist, weil natürlich. Mit der Begründung, die Nutzerfreundlichkeit wurde erhöht, was nicht stimmt, weil es ist nicht nutzerfreundlich, wenn der Nutzer jedes Mal aufs Neue nach komplett allem suchen muss und ja. Aber das ist halt cool. So, und wir sind fast fertig. Nee. Nein. Fast. Da. 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 Und jetzt haben wir, glaube ich, noch den einen Block hier. Und damit sind wir. Oh, bis auf das Glas hier. Habe ich noch Glas? Ich habe nicht genug Glas. Okay, das machen wir in der nächsten Folge, I guess. Damit sind wir fertig. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Abonnieren, liken, was auch immer. Glocke nicht vergessen und so. Bis zum nächsten Mal. Ich sag nur. Fällt euch!